Jetzt darf ich jemanden ankündigen, den ich sehr gern habe. Das ist nämlich mein Mann. Mein Mann ist Hausarzt hier im Burgenlandkreis und hat eine Praxis nicht weit von Naumburg. Und er wird etwas sagen über die Zahlen in dieser Welt, die manchmal sehr verfälscht sind. Und er wird Klarheit in die Sache bringen. Ich danke dir, Georg, dass du hier bist heute. Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank. Also mein Name ist Dr. Georg von Aschenraden, ich bin Hausarzt, ich beschäftige mich seit Anbeginn der Corona-Krise mit den wissenschaftlichen Daten, die dahinter stehen, einfach weil ich wissen wollte, was ist denn wirklich jetzt Tatsache, und auf so viele Logikprobleme auf einen Haufen bin ich noch nie gestoßen. Das fängt mit den Übertragungswegen an, mit den Übertragungszahlen, die überhaupt nicht mit dem sonst übereinstimmen, was sonst bei Virenerkrankungen zu erwarten ist. Irgendwie das Virus, das sich vor allem in geschlossenen Räumen verbreitet und kaum im Freien, fast nicht in der Fläche. Ich habe mir jetzt ein kleines Thema zu Anfang rausgepickt, das auch immer in aller Munde ist. Was ist überhaupt ein PCR-Test, um hier mal Aufklärung zu betreiben? Weil die wenigsten wissen eigentlich, was hinter einem PCR-Test steht. Ausgesprochen heißt das Polymerase-Kettenreaktion. Ein Nukleinsäureschnipsel wird definiert und dieser wird ganz oft kopiert, und zwar so oft kopiert, bis er makroskopisch nachweisbar ist. Hier hat Herr Drosten in China aus dem Lungengewebe von Erkrankten ein paar Nukleinsäureschnipsel isoliert. Es wurde behauptet, dass das zu einem neuartigen Virus gehört. Und wann immer diese Nukleinsäureschnipsel anzufinden sind, gilt jemand jetzt als erkrankt. Das hat schon mehrere Logikprobleme in sich. Üblicherweise wird ja kopiert. Hier sind bei normalen PCR-Durchgängen um die 30 Kopiervorgänge nötig. Man muss sich das vorstellen wie eine Potenzierung. Bei den Corona-Tests werden bis zu 40 Kopiervorgänge gestartet. Das heißt, dass wirklich die Kopiervorgänge hoch 40 anzusehen sind. So, dass hier der Nachweis von Nukleinsäureschnipseln erfolgt. Man kann sich diese Kopiervorgänge vorstellen wie so einen Drehregler an einem alten Fernseher für einen Kontrast, mit dem man auch einstellen kann, wann trifft es zu, wann nicht. Eine Validierung oder ein Abgleich mit tatsächlich Infizierten hat nie stattgefunden. Es ist also mitnichten ein Test, der irgendeine Sicherheit schafft. Und da dieser Test, wie er entwickelt wurde, auch in den USA eingesetzt wurde, ist hier die Chance auch auf eine juristische Bearbeitung des Ganzen, denn wir haben in Deutschland nicht wirklich unabhängige Gerichte. Der Herr Rainer Füllmich wird hier wegen der falschen Tatsachenbehauptung, dass sich mit einem PCR-Test eine Infektion nachweisen ließe, eine Sammelklage starten, und daran kann sich jeder beteiligen unter www.corona-schadenersatzklage.de. Es geht dabei darum, das in diesem Falle fortgeschrittene amerikanische Rechtssystem zu nutzen, das auch Klagen gegen übermächtige Gegner, in dem Fall den deutschen Staat, durchboxt. Das haben wir auch gesehen bei Klagen gegen den VW-Konzern oder die Deutsche Bank, während da in Deutschland nicht viel rauskommt. Außer dem feuchten Händedruck für die Beklagten ist es in den USA zu Schadensersatzklagen in Millionenhöhe gekommen. Hier tritt genau das ein, was ein Herr Stefan Krohn aus dem Referat 4 des Innenministeriums in seinem Bericht, der an die Öffentlichkeit gelangt ist, bereits Anfang Mai schon vorhergesagt hat, dass es nämlich bei Aufrechterhaltung all dieser Dinge zu massiven Schadensersatzklagen gegen den Staat kommen wird. Es ist genau so gekommen, und dass sich dieser Staat im Zuge dieser Geschichte als der größte Verbreiter von Fake News erweisen wird. Interessant sind hierbei wieder mal die Zahlen aus den USA. Dort hat Präsident Trump die Zählung der Corona-Toten dem Center for Disease Control übergeben, und die haben einfach mal die Zahlen nachbearbeitet und kamen darauf, dass von ihren 161.000 als sogenannte Corona-Tote gezählten Patienten lediglich 6% als alleinige Todesursache Covid-19 angegeben hatten. Das heißt, dass 94% so nicht einfach als an Corona gestorben stehen gelassen werden können. 94%. Bei den Menschen, die weitere Begleiterkrankungen hatten, war der Schnitt von schweren Begleiterkrankungen 2,6 pro Verstorbenem.
allein bei 68.000, dieser 161.000, Grippe und Lungenentzündung. Wer hätte das gedacht? Dass das alles auch so nicht hinkauen kann, sehen wir ja auch, dass mit der massiven Ausweitung der Tests in Deutschland keineswegs die Sterbezahlen, die Krankenhausbelegungen oder die Zahlen irgendwie der an Corona Verstorbenen steigt. Während wir eine massive Ausweitung der Tests haben, ich kenne persönlich Menschen, die jede Woche getestet werden, es nervt manchmal ein bisschen. Und dass diese Tests natürlich irgendwann auch mal positiv ausfallen, das ist so wie beim Würfeln. Hier ist die Chance von 1%, dass es ja auch mal irgendwann so sein könnte. Da muss man sich einen 100-seitigen Würfel vorstellen. Irgendwann ist er mal positiv. Und es wird ja nirgendwo zusammengeführt, wer von den Menschen ist wirklich erkrankt. Der zweite Punkt, der mir immer wieder sauer aufstößt, ist die grob unsachliche Diskussion zum Thema Mund-Nasen-Schutz. Hier hilft auch immer mal wieder der Blick über den Tellerrand. Da hat die niederländische Gesundheitsministerin noch mal ganz klar die Empfehlung gegeben, das nicht zu tun, weil es keinen erwiesenen Nutzen gibt. Wir haben in Deutschland eine ganz große Expertin, die Frau Professor Ines Kapstein. Sie hat zwei Facharztbezeichnungen, und zwar einmal diesen etwas umständlichen Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und den Facharzt für Hygiene. Sie berät Großkliniken in ihrer über 25-jährigen Karriere, darunter zwei Unikliniken. Und sie hat in ihrem jüngsten Bericht das ganz deutliche Fazit bereits in der Überschrift verpackt, und zwar Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit, keine Hinweise für eine Wirksamkeit. Veröffentlicht ist das in Krankenhaushygiene Up-to-Date 2020. Und hier wird nochmal in diesem Bericht ganz deutlich auch die Fehlkommunikation des Robert-Koch-Institutes angeprangert, womit Möglichkeiten hantiert wird im Kleingedruckten. Ein Mund-Nasen-Schutz könnte ja was ausrichten, das könnte etwas bringen, um am Ende im Fazit aus einem Konjunktiv ein Positiv zu machen. Und deswegen ist es zu empfehlen. Mitnichten. Mich wundert sowieso, dass bei dieser ganzen Geschichte immer wieder so eine Pass-pro-Toto-Logik angewandt wird, als nach dem Motto, ihr Ärzte, wenn ihr operiert, verwendet ihr auch einen Mund-Nasen-Schutz. Ja, natürlich, der ist Teil einer komplexen Schutzausrüstung in einem OP, unter anderem aber auch mit einer Absaugung über den Patienten, der Kleinstbestandteile einfach wegfiltert. Und jetzt, wenn man davon einen Teil benutzt, zu behaupten, das hätte die Wirkung des Ganzen, das finde ich so schlau, als wenn man behauptet, ich könnte auch mit einem Bleigürtel tauchen gehen. Ich kann es sogar beweisen. Wer den Bleigürtel trägt, geht irre gut runter. Also, das Ganze wurde nochmal erweitert, statistisch aufgearbeitet, auch in den USA vom National Bureau of Economic Research, NBER. Das ist eine Forschergruppe, wo alleine 24 Nobelpreisträger drin sitzen. Und sie haben statistisch aufzeigen können, dass keine der Maßnahmen irgendeinen Vorteil bringt. Ich denke, das ist deutlich mehr Evidenz, als die wir in Deutschland haben. Und trotz aller auch teils zweifelhaften Äußerungen von sogenannten Experten hier in Deutschland, möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass noch Anfang März selbst Herr Drosten gesagt hat, mit sowas hält man das nicht auf, über das Thema Maske und Coronavirus. Ich als Arzt frage mich sowieso, wo hier meine Kollegen stehen. Wir haben einen Grundsatz, primam nihil nocere, in erster Linie nicht schaden. Und es ist ja durchaus so, dass Masken auch eine schädigende Wirkung haben. Wer das nachlesen will, es gibt den wunderbaren Artikel damit mit dem etwas polemischen Titel Gesichtsmasken machen dich dumm, der nochmal beleuchtet, welche negativen sozialen Folgen das Tragen von Gesichtsmasken hat. Ich möchte das hier gar nicht alles auswalzen, aber es ist so, dass unser soziales Zusammensein darunter durchaus leidet. Und das ist ja der Grund, warum wir alle hier stehen, weil wir uns nicht spalten lassen möchten in irgendwelche Stempel, die uns andere aufdrücken, ob das Reichsbürger-Covidioten, was auch immer sei, sondern wir sind alle vor allem Menschen und wir gehören alle zu dieser Gesellschaft und wir müssen alle auch morgen noch miteinander leben, egal welche Meinung wir heute vertreten haben.
das jetzt alles so ein bisschen trocken wissenschaftlich war, man kann ja auch ganz einfach sagen, dass die ganzen Großveranstaltungen, der CSD in Dresden, die Black Lives Matter Demos in Berlin oder auch die Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahme 1. und 29. August in Berlin, ja in keinerlei Anstieg der infizierten Zahlen oder der Zahlen an Corona-Verstorbenen gemündet haben. Damit haben wir den eindeutigen Beweis, dass es nicht so ist. Oder noch kürzer, jede Packungsbeilage von so einem Mundschutz sagt, dass die Dinger ja gar nicht nachgewiesenermaßen vor einer Virusinfektion schützen können. Und mein Lieblingspunkt ist, dass wir in Deutschland ja zu allem eine DIN-Norm haben. Wir haben eine DIN-Norm für jeden Briefumschlag, wir haben eine DIN-Norm zu jeder Schraube. Aber für eine Gesichtsmaske, die uns vor tödlichen Virus schützen soll, gibt es nicht eine DIN-Norm. Da gibt es ein paar laue Empfehlungen, dass sie doppellagig sei, aber im Prinzip entspreche ich der auch, wenn ich mir zwei Topflappen übereinander ins Gesicht hänge. Das ist eines der vielen, vielen Logikprobleme, die ich im Umgang mit dieser Pandemie habe. Es sind ja übrigens vor vielen Jahren schon diverse Studien gemacht worden und auch die WHO hat Leitlinien rausgebracht, wie geht man mit einer Pandemie um. Und da war schon klar, dass Grenzschließungen, Lockdowns und Gesichtsmasken eigentlich nichts bringen und gerade Gesichtsmasken lediglich in die Hände von Arbeitern des Gesundheitssystems und nicht als Alltagsmasken irgendwo hingehören. Gut, an dem Punkt möchte ich jetzt schließen. Denkt mal drüber nach und ja, bitteschön. Vielen, vielen Dank. Ganz am Anfang sind wir natürlich hier gemeinsam über diese News ins Gespräch gekommen, mein Mann und ich. Und er hat einen ganz wichtigen Satz für mich geprägt, den auch die Bewegung hier in Naumburg aus Distanz wird Verbundenheit prägt. Und zwar der Satz, in was für einer Gesellschaft willst du leben? Und diese Frage hat mein Mann gestellt ganz am Anfang. Und darüber spannt sich natürlich ein ganz großes Interesse daran, darüber nachzudenken, wie wir miteinander leben wollen. Und nicht nur zu kritisieren und immer zu sagen, das ist doof und das ist scheiße und wir wollen alles anders. Das ist alles schön und gut. Es ist wichtig, dass wir kritisieren und Aufklärung, ohne Frage. Aber uns geht es hier in dieser Bewegung auch darum, und es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten wollen. Und ich möchte alle aufrufen, so mutig zu sein wie mein Mann oder andere Sprecher, die jetzt noch vorkommen werden, ihrer Meinung ein Gesicht zu geben und das kundzutun, was in ihnen vorgeht, weil es geht um Menschlichkeit und nicht um irgendwelche anderen Dinge, die uns gerade über den Weg laufen, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben wollen.